Here you see an Austin Cambridge A55 Mark II built in 61. Hier seht ihr einen Austin Cambridge A55 Mark II, Baujahr 61. Das ist das Auto von meinem Großvater und ist 62 Jahre im Familienbesitz. 55 PS, Vierzylinderreihe, ja, Viergang, erster Gang, unsynchronisiert. Erzähl das einmal, sag das einmal, wie das funktioniert. Das kennt ihr. Der erste Gang, Volantschaltung, seht ihr hier, erster Gang, unsynchronisiert. Sechst, so, damit Zwischenkupplung und zweiter Gang und dritter Gang und vierter Gang sind dann synchronisiert. Ja. Betriebe, was sagt dazu? Dem Alter entsprechend. Yes, yes. Dem Alter entsprechend. Hier die Smith-Armaturen. Ja, mit Öldruckanzeige, Wassertemperatur und Sprit. Der Zündschloss in der Mitte, ganz komisch. Ja, genau. Muss man aufs Lenkrad durchgreifen. Dann Tacho, 133.351 Kilometer gelaufen. Wir haben ihn gerade jetzt aktiviert, im ersten Riss angesprungen. Also morgen machen wir wieder Pickerl. Neue Bremsflüssigkeit, neue Kupplungsflüssigkeit, neues Motoröl. Und weiter geht's ab zur Wartholz Klassik nach Oberösterreich, wo wir jetzt zum siebten Mal schon dabei sind. Hier seht ihr den Joke. Ja, Joke. Wenn er ganz gold ist, kriegen wir den Joke. Originalradio von meinem Großvater. Licht. Ah, das ist Scheibenwischer drin. Da ist Licht. Warte, wo ist denn? Ah, da ist Licht. Das ist Licht, ja. Standlicht und Abblendlicht. Abblendlicht. Dann hier unten. Was ist das? Das ist. Da sieht schon. Okay, das ja. Ist die Pumpen. Boah, das ist die toll. Pumpen, ja, mit der Hand. Leck. Kann man pumpen, dann sieht man hier. Zum Auf- und Abblenden, manuell mit dem Fuß. Oh, das ist auch Aufblenden, abblenden. Ja. Und der Rest ist Klassiko, also Kupplung, Bremse, Hupen. Gas. Ja. Hupen, bitte. Hupen. So. Da vorne sieht man einen Knopf. Sechs denn? Da vorne sieht man einen Knopf, da steht ein B drauf. Ja. B wie Bonnet. Aha. Ja, also Motorhaube. Da eine Druck. Da ziehen. Also ziehen. Das ist natürlich eher für den Beifahrer gemacht bei dem Auto, glaube ich. Und dann schauen wir mal. Schaut schon cool aus. Wir den Motor an. Also, das Auto hat original Chrom. Ja, den Chrom ist original, 62 Jahre alt. Ist nicht einmal geputzt jetzt das Auto. Also, ist einfach nach einem Jahr aus der Garage geholt und so ist er. Ja, also, Vierzylinder-Reihen, Motor 1500 Kubik. Fünffach gelagerte Kurbelwelle, ja, das war damals schon nicht so schlecht. Dann, okay. Zeig mal, was das ist. Also, da haben wir Gebläse von Smith, also englische Wertarbeit. Damals hat es genau drei Motortypen gegeben bei Austin, ja, Serie A, A-Series 1000 Kubik für ein Mini. Ja, von Alec Isigonis konstruiert, das erste Auto mit querliegendem Motor und Gummifedern. Ja. Dann den längsliegenden Antrieb Serie B. Den haben wir jetzt da drin, oder? Den haben wir da drinnen. Okay, da sieht man eh Austin. Serie B, Austin also Cambridge, war sozusagen Batch Engineering. Ja, also das gleiche Auto hat man mit unterschiedlichem Kühlergrill als Morris Oxford, als MG Magnet, Riley, Woolsey verkauft, also 5 oder 6 Marken mit der gleichen Technik, aber unterschiedliche Batches. Okay. Ja, also, wie gesagt, da ist nicht viel drin, da kann auch nicht viel hinwerden. Die Dinger sind wesentlich besser als ihr Ruf. Also, ich habe jetzt seit 1995 und ich bin eigentlich nur gefahren damit, also natürlich nur im Sommer. Sehr klar. Und schaut mal an, die mächtigen Hupen. Ja. Also, vielleicht machen wir mal einen Test noch einmal. Nein, bitte nicht. Wieso nicht? Ja, okay, die sind episch. Jawohl. Ah! Kupplungsflüssigkeit, siehst du? Kupplungsflüssigkeit. Ah, der hat das getrennt. Die werden wir heute tauschen. Ja, schon ein bisschen braun. Ja. Und da ist die Bremsflüssigkeit drinnen.
Synacolk, gell? Ja, das geht. Aber das werden wir, so, heute erneuern. Dann. Satz der Versorgung ist sehr gut. Da gibt es einen First Class Supply in Ipswich. Ja. Designed ist das Auto von Pininfarina, also italienischer Designer. Seiten in England, die heißt bmcfarina.com, und dort kriegt man alles für Austin, Cambridge, Morris, Oxford und so weiter. Also okay, die ganzen Farinas, die heißen dort Farina. Okay. Die Farina. Da möchte ich noch ein bisschen echt sagen, Waldholz Classic, fahren wir heuer wieder mit. Ja, letztes Jahr 2022, das letzte Mal im Einsatz, sind wir Siebter geworden. Das ist eine lustige Veranstaltung in Oberösterreich. Das ist halt eher zum Spaß. Ne? Ja, Spaß, reiner Spaß. So, jetzt? Zum Fahrwerk. Ja, zum Fahrwerk. Also, der Austin Cambridge hat ein primitives Fahrwerk im Vergleich zu heutigen Fahrzeugen. Natürlich ist 62 Jahre alt. Vorne Kingpin-Aufhängung, ja, Königszapfen, wie ein Traktor. Hinten Blattfedern. Okay, ja. Primitiv, ja. Richtig primitiv. Funktioniert aber ja, sehr gut. Ja, also wie gesagt, Kingpins habe ich schon einmal getauscht. Ja, die haben ein bisschen gewackelt. Sieht man jetzt nicht rein, gell? Sieht man nicht rein, da sollte man das Radl runternehmen. Und aber es sieht rostmäßig fast nichts. Rostmäßig ist auch gut, ja. Also, stimmt schon. Das Auto ist 15 Jahre im Freien gestanden. Bei meinem Großvater, dann hat ihn mein Vater übernommen und hat ihn dann im Jahr 1975 lackieren lassen. Ja. Und der Lack? Der Lack ist eigentlich jetzt für mich auf die schlechte Seite. Nein, das Lack ist der Originallack. Ja. Also, der ist quasi auch schon über 40 Jahre alt. Schon gut. Also, falls sich nichts da, das Chrom dem Alter entsprechend da ein bisschen gekratzt, aber nichts Wildes. Da ein bisschen rissig, aber es ist halt alles original. Ja, das Chrom auf der Stoßstange, Mikrokratzer, aber echt noch cool, wie es glänzt. Also wir sind schon mehrmals über den Großglockner gefahren mit dem Auto. Macht riesen Spaß. Also er geht drauf wie eine Gemse. Zweiter oder erster? Zweiter Gang Vollgas. Das ist original. Das ist geil. Bei der Lackierung wird das aber getan haben, oder? Ja. Aus dem Cambridge. So, zeigen wir den Kofferraum. Da ist jetzt relativ viel Werkzeug, aber da oder ist eben der Tank. Da sind die Fahrzeugsklassik. 19, 17, 16, 14, 13. Mhm. Ja, also sind wir schon einige Male genau dabei gewesen. Und die große Eigenheit bei dem Auto ist, es ist alles in Zoll. Genau. Oder? Ja, beim Schrauben. Es ist alles also, Zoll. Das heißt, man braucht ein eigenes Zollwerkzeug, wenn man so ein Auto will. Das muss man natürlich wissen, weil mit den Millimeter fängt man nichts an. Dort haben wir Zollwerkzeug. Ihr seht, das sind eher exotische Nussen. 9,32, 5,16, 11,32. Also wie gesagt, wir sind zu viert oder zu fünft schon öfters unterwegs gewesen mit dem Fahrzeug. Ist überhaupt kein Problem. Also, obwohl wir natürlich sehr viel Werkzeug mit haben. Der Tank ist noch original. Ist 62 Jahre alt, also noch nicht rostig. Die Birnen, alles original, noch nie eine Birne getauscht, in 62 Jahren. Noch nie eine Sicherung getauscht, der 250 Ampere Sicherungen, die sind noch nie getauscht worden. Warte mal, also, Sound. Ja. Okay. Müssen wir schon ein bisschen reinfahren. Aber so, fühlt sich relativ gut. Man tut das mit dem Mechanismus öffnen. Also es ist hochwertig gemacht, im Gegensatz zu, und dann? Da schauen wir. Halt da. Mal dir nochmal. Dir geht mit so einem Knopf auf. Zap. Geht auch, sehr gut. Passt auch. Dann da, coole Chromleiste. Jetzt wenn wir reinschauen, sieht man hier, Anlage für den Arm. Dann da ist ganz was komisches, Fenster, das ist der Mechanismus, um die Tür aufzumachen. Und wenn man es nach hinten drückt, sperrt man ab. Das muss man halt wissen, wenn man wieder raus will. Dann da ganz viele Grane. Übersetzung. Von ja genau, Fensterheber. Also das ist echt krass, man macht eine Umdrehung, dann ist das Fenster herunter und an. Das ist oben.
Aha, da haben wir ein paar andere Übersetzungen. Da ist ein bisschen andere Übersetzung. Ja. Aber hinten ist natürlich ganz wild. Ja. Da haben wir Aussteckfenster. Ja. Okay. Und da haben wir natürlich. Warte, ich muss mal vergleichen. Da haben wir natürlich eine Vorrichtung für den Union Jack. Er hat da die Linie, die ist da in der Höhe, dann geht sie da durch. Union Jack, wo ist er? Da. Dann geht er da durch, zapp, zapp, zapp. Dann die Chromleisten kommt dazu und dann geht er da schön vorbei und da hinten hat er die fette Rückflosse. Das ist ziemlich ein markanter Punkt. Da hinten tankt man das Ganze. Ist auch komisch, dass der Tank nicht auf der Seite ist, sondern oben. Und da hat er den Union Jack, ja. Der ein bisschen schlapp macht. Na, passt schon. Cool. Und so fährst du dann links Union Jack, rechts. Österreichische Flagge. Genau. So Interieur. Vorne nicht zum Ansprechen. Nein, also Interieur ist natürlich auch original. Vorne hat er ein bisschen eine Risse drin, wahrscheinlich drunter, das wird ja, er die Decken. Das Original 62, ja. Da werden wir mal. Aber man muss ihn nicht beziehen lassen einmal. Und da hinten, ohne Kopfstützen. Da hat der Aschenbecher für den Raucher. Genau, Aschenbecher. Der fungiert quasi als Deckenhalter. Genau. Natürlich, Klimaanlage war da noch kein Thema, als es dementsprechend heiß. Nur in der S-Klasse wahrscheinlich. Ja. Die sind sehr nahe benannt, ja, da muss man aufpassen, dass man beim Bremsen nicht das Gaspedal nicht erwischt. Das sozusagen. Ist schon tricky, ja. Ja, und sonst ist eigentlich alles original. Man sieht da die originalen 62 Jahre alten Gummis drauf. Was noch interessant ist, ist zum Beispiel beim Blinker, der hat eine optische Anzeige. Aber da ist kein Relais-Klicken, also es ist relativ komisch, du weißt nicht, richtig. Du musst hinschauen. Das ist eine rein optische Anzeige. Schau, wie der ausschaut. Ein sehr heller Blinker, ja. Geht? Ja, geht, aber sehr. Hinten, gut. Hinten. Ja, man sieht den schon. Lenkrad, sehr groß, keine Servolenkung. Nein. Das ist aus dem Cambridge. Von dem Fahrzeugtyp wurden 350.000 Stück gebaut. Als Batch Engineering Fahrzeuge, also das heißt gleiche Technik wie der Austin Cambridge, nur mit unterschiedlichen Logos drauf. Einmal Woolsey, Riley, MG oder auch Morris. Ja, Morris Oxford Serie 5 war das. Wie würdest du sagen, wie selten ist das Auto? Naja, also in Österreich, also wie gesagt, ich habe ja ein Oldtimer-Treffen noch nie einen Austin Cambridge gesehen. Also ich denke auch so auf der Straße habe ich auch noch nie einen gesehen. Ja. Also ich denke, er wird sehr, sehr selten sein. Er wird oft verwechselt mit dem Peugeot 4-4, ja. Genau. 404 hat den gleichen Designer Pininfarina. Ja, ja, also, schaut da ähnlich aus, auch mit den Heckflossen. Genau. Gebaut ist er in Longbridge, nähe Birmingham. Also meinem Großvater, der natürlich den Dimensionswechsel schon lange 1980 vollzogen hat, einen großen Dank, weil sonst hätte ich natürlich das Auto nicht und mein Vater natürlich auch einen Dank. Als nächstes kriegen meine Söhne. Jetzt schauen wir mal, wie das Auto fährt. Ja. Da ist er. Papa. Sound. Das war's aus dem Cambridge A55 Mark II von 1961. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da für mehr Oldtimer-Content. Daimler Bernd abonnieren. Und in Zukunft kommen natürlich wieder Mercedes-Videos. Aber sowas wie jetzt könnte euch auch interessieren. Ist eine richtig coole Geschichte. Und sowas ist nicht alltäglich. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Und der Papa hat gut geredet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.